Und danke, dass Steffen war, Mensch. Einmal, dass Steffen uns mal 5 Minuten Pause zwischen den Folgen versprochen hat. Ich habe 2 Minuten. Ich habe 2 Minuten gesagt, Leute. 2 Minuten. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja? Aber ihr wollt ja immer, ich sag, der Steffen, ich kann heute nicht so lange. Oder ich komme heute mal später. Heute, diesmal war ich das, ja, das gebe ich zu. Da habe ich gesagt, ich komme. Ja, diesmal kamst du später. Jetzt tun wir nichts. Nee, wir mussten so lange auf Jan warten. Wie immer. Okay, hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Fallout. Heute zusammen mit Steffen. The King Rasko, dann haben wir den Jonas. Mit. Ich bin dran! Mit Jan. Hallo. Mit Fabian. Wer ist dieser Jan? Und mit Juli. Hallo. Und vor allem mit mir. Jonas the King XXXL. LP. Curry Destroyer XXX. Jonas, wofür steht XXX? Für Pornos. Er muss jetzt einen Strike kriegen, Steffen. Nee, das steht nicht in den Regeln. Das geht ja mal gar nicht. Alles klar. Selbst wenn man Katja Krasowitsch sagt, dann kriegt man einen Strike. Ich bin nicht der Zahn, ich bin der Horst. Hallo Horst. Hier war doch eine Karte dran. Das ist praktisch. Och man, Leute, ich kann mir. Okay, ich verpiss mich. Tschüss. Creeper. Ja, was ist denn passiert? Einfach neben mir taucht einfach ein Creeper auf. Das ist passiert, Jan. Ah, mein kleiner Zeh ist eingeschlafen. Ja, wen interessiert? Wen interessiert, Juli? Mich. Alle! Oh, da ist schon wieder ein Creeper. Warum sind hier so viele Creeper? Alter, die kommen ja von überall. Das hat aber, glaube ich, auch noch niemand gefragt. Wer hat in dieser Woche jemanden zum Wein gebracht? Ich bring dich doch jedes Mal zum Wein. Oh, das ist heute schon das dritte Mal, dass ich jemanden zum Wein gebracht habe. Ach du heiliger Bing-Bong. Oh, das hast du gut gemacht. Die Quote muss noch steigen. Ja. Alles Quote klar. Wird doch mit K-U-E-T geschrieben, ne? Quet. Hast du gerade Dings buchstabiert? Quack, LOL! Wow! 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 Bücher darf ich doch abbauen, also Bücherregale, oder? Ja. Yeah. Ich hab einfach mal in einer Etage tiefer um die 16 bis 20 Bücherregale und mir ist es noch nicht aufgefallen. Ja, wow. ich hab auch gerade Bücherregale gefarmt. Ich hab jetzt über ein Stack Bücher. Nee. Ich hab fast 2 Stacks Bücher, what the fuck? Ich hab 2 Stacks Bücher, Alter. Alter, bist du krass. Alter. Ah, ich sollte mir vielleicht... Das mit Lass das mal den... Bibabo machen. So Leute, ich hab das geschafft, was ich geschaffen wollte. Ich war nämlich gerade wieder bei Fabian in seinem Luftschiff, weil ich ja dort immer spawne. Also besser gesagt, ich sollte da spawnen, aber... Ich habe da noch ein paar Kisten gefunden, die noch nicht gelootet waren. Und ja, jetzt haben wir einfach mal ein Schärfe 3 Dia-Schwert. Ich meinte Eisenschwert. Und einfach mal die ganzen Hühner sind One-Hit. Nein. Na so, wir brauchen unbedingt mehr Essen. Leider dort, wo ich gestorben bin, lagen keine Sachen mehr. Also meine ganzen Tränke sind auch weg. Ja, okay, ich hatte ja nur 2 Tränke. Aber trotzdem, es ist so traurig. Vor allem, wie sah nochmal Dia-Blöcke aus? Wie Dia-Blöcke aussahen? Blau, keine Ahnung. Sie sehen aber nicht so aus wie die Bücherregale. Die Bücherregale, die sind blau und oben ist Holz drauf. Ja, habe ich jetzt auch schon mitbekommen, aber... Also, wer will 2 Stacks Bücher haben? Ich hab mehr als 2 Stacks. Ich tausche gegen... Ich will dafür ein Dia. Nein, wenn du ihn tötest, kriegst du... Das haben wir schon besprochen. Nein, 2 Dias. 2 Dias insgesamt. Hä, wenn du ihn tötest, dann hast du doch seine Dia-Sachen. Oh, scheiße, ich bin runter. Stimmt auch wieder, aber das Ding ist halt, ich hab jetzt nicht so... Die krassen Stuff, sagen es mal so, ich bin nur Full Iron.
könnte zwar mit dem Dia-Helm runtergehen, unten mit dem Dia-Schwert, aber ist gerade jemand runtergefallen von meiner... Hä? Komisch. Ja. Das ist jetzt Folge 18, ne? Ja. Ne, 19. Sicher? Ja. Ja, ich habe diesmal eine Strichliste geführt, also besser gesagt abgehakt. Also nächste Folge ist dann Kartenaufdeckung. Ja. Also jetzt nach dieser Folge werden die Karten aufgedeckt. Oh Gott. Deswegen habe ich zum Glück gerade noch eine Karte gefunden. Ich habe zu viele Karten. Aber schau mal, Steffen, du schaffst es doch noch bis zur Folge 20. Naja, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Noch so. Aber ich würde mal sagen, mit einer halben Hungerkeule. Ja, bei mir wächst gerade kein Essen auch, weil ich keine Knochen habe. Da musst du halt warten. Ja. Gibt es hier wirklich keine... Ah, da ist eine Tür. Ich hoffe, ich finde hier nochmal ein paar Kisten. Wieso kann man diese Kiste nicht aufmachen? Wie kann man da bitte schon Minecraft nochmal einen Knopf craften? Ah, mit Holz, wa? Nein, einfach. Kommt drauf an, was für ein Knopf. Wenn du einen normalen Knopf, entweder mit Cleatstone oder mit Pflastersteine und mit einem Holz einfach. Oh mein Gott, ich habe mir gerade einen Knopf gecraftet und die Trophäe bekommen Knopf. Geht gar nicht, weil du bist hier auf Host-Privilegien gemacht hast. Mann, Ed, ich wollte witzig sein. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Scheiße, Mann. Ich kann mir noch ein. Ich baue die Tür jetzt einfach auf. Wie konnte man nochmal? Was denn? Geht mal. Ah, nee, ihr habt ja nicht klassisches Crafting an, ne? Doch. Geh mal, drück mal Viereck, dann L2 und dann guck mal, was so alles angegeben wird. Hä? Da gibt's einmal Form, Farbe und Effekt. Keine Ahnung, also hier, da kannst du auch Schädel, Feuerwerksstern, kleine Kugel weiß zum Beispiel oder rot, orange. Da kannst du auch jetzt zum Beispiel hier einen Creeper-Kopf reintun und dann ist wohl in der Luft dann ein Creeper-Kopf oder ein, oder ein Drachenkopf. Ja. Und den Effekt, what the fuck? Das müssten wir mal so in der Solo-Welt mal machen. Das sieht eigentlich interessant aus. Oh mein Gott, ich höre Creeper. So ein Creeper-Kopf in der Luft, ja, schon lustig. Ich höre gerade Zombies, aber ich weiß nicht woher. Alles klar. Ja, wenn du jetzt auf dem Luftschiff bist, dann oben im... Ich bin nicht mehr auf dem Luftschiff. Nein, weil du das gerade gesagt hast, ich höre Zombies, waren bei mir auch Zombie-Geräusche. Na klar. Stell dir mal vor, es gibt ja auch noch andere Zombies auf der Map. Nö, die spawnen nicht mehr, die sind einmalig. Die findest du nicht mehr so oft. Aber ich weiß jetzt, wo Jan die ganzen Tiere her hat. Der läuft hier wahrscheinlich die ganze Zeit am Wasser und da sehe ich immer so viele Tiere gerade. Da einer drin ist? Ich habe eher Angst, dass ich jetzt getötet werde. Nee, ich sterbe gleich in Hunger. Ich habe nur noch zwei Essen. Me too. Naja. Die andere Option wäre noch Goldäpfel zu fressen ohne Ende. Ja, du hast ja noch meine. Naja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest zwei. Ja. Kann sein. Meine schönen Goldäpfel, die ich gefunden habe. Ich habe einfach in meiner Kiste 34 Weizen. Ich verhungere. Ja, stark.
Also, der ist super stark. Ich habe nur 38 Karotten. Ich habe jetzt 11 Brote. Ich hatte auch mal Karotten, bis ich gestorben bin. Armer Steffen. Mann, Alter, ich muss so aufpassen gerade. Ich bin eigentlich nur die ganze Zeit draußen, um Essen zu farmen. Essen, braten, Essen, farmen. Essen, braten, Essen, farmen. Ich hoffe, ich finde dich noch. Ja, vor allem, ich wundere es gerade so. Man kann ja keinen Holzkohleblock machen, oder? Holzkohleblock? Hey, du kannst einen Kohleblock machen, aber ich weiß nicht, ob es einen Holzkohleblock gibt. Es gibt ja den Knochen. Es gibt ja einen Knochenblock, was eigentlich voll unnötig ist. Da bringt er so eine Skelettfarm oder wie das auch heißt. Oder so ein Skelettspawn, und dann kannst du das ja machen und dein Haus damit zuballern. Nice. Okay. Weißt du, was ich hier eigentlich. Irgendjemand in der Stadt laufen. Ja, das ist wahrscheinlich Jan. Der läuft gerade in Richtung Rakete, so in der Nähe. Welche Rakete? Du sagst immer Rakete, aber. Oder da. Nein, und zwar da, wo deine Plattform ist, da. Achso. Ja. Ja, ist es Jan? Oder hatte ich recht oder habe ich recht? Keine Ahnung. Der Tinten? Sagt ja nichts. Was ist denn ein Tintensack? Willst du mich verarschen? Ich brauche Essen und finde die ganze Zeit hier verrottetes Fleisch. Ja, dann ist verrottetes Fleisch. Nein. Ja, dann mach einen Milcheimer und dann hast du die Effekte ja weg. Also, so gesehen. Steffen, bist du noch in der Nähe von dem Boot, was schwebt? Das Schiff? Ich? Ja. Wenn du mir verrätst, welches Equip du hast, dann kann ich dir sagen. Er kann dich auch einfach anlügen und der wird trotzdem nicht sagen. Da, hast du Dias, also hast du komplett Dia-Rüstung? Nicht komplett, nee. Was hast du denn, Dia? Wahrscheinlich Brust. Ja. Das ist eigentlich mit das Erste, was man macht. Mhm. Hast du was verzaubert? Nee. Nichts. Jetzt okay. Hat er gelogen. Ja, du hast was verzaubert, oder? Sei ehrlich. Dann sag ich dir es. Ich habe. Wenn du ehrlich bist, dann sag ich dir. Ich habe eine Glitzermelone. Ist das verzaubert? Ich hab echt nichts verzaubert. Gut. Wenn du willst, warte dort an der Stelle. Und dann können wir uns gerne zum Kampf gleich treffen. Weil es jetzt so oder so. Irgendwann werde ich so oder so sterben. Ob denn halt im Kampf. An welcher Stelle? An welcher Stelle denn? Vielleicht kann ich dich umbringen, vielleicht auch nicht. Wir steffen welche Stelle. Es kommt bestimmt irgendein anderer wieder dazu. Warte, ich schreib's nach dieser Folge, sehen wir uns ja alle, oder? Ja, ja. Okay, Jan, nee, warte, ich guck, wie lange die Folge geht. Ich guck kurz, wie lange die Folge geht. Jetzt, er macht den Timer heimlich so runter, so. Noch 8 Minuten. Oh, leider das Ende. Also, ich mach mir kurz noch was zu essen, ja, Jan? Und dann können wir uns gerne treffen, okay? Mhm. Ich schreib dir bei WhatsApp gleich die Koordinaten. Okay? Okay. Wenn die Karten werden noch aufgedeckt, also von daher macht's doch. Ja, aber dann kann irgendein Dritter noch. Da kann doch noch irgendein Dritter dazukommen, weißt du, was ich meine? Ja, das Ding ist halt, man sieht ja auch, wer welcher ist. Also, die Pfeile werden ja mit Farbe markiert. Also. Ah, Scheibenkleister. Ja. Ich hab das Essen nicht eingesammelt, weil mein Inventar voll ist. Och Mann. Warum passiert mir das? Okay, einer läuft gerade zum Spawn hin, in Richtung. Habe ich gerade zum Augenwinkel gesehen. Alter Fabian, du backst wahrscheinlich so doll rum, dass du alles siehst, wa? Nee, das Ding ist halt, bei mir laden noch die Chunks aus irgendeinem Grund. Und da sehe ich halt die Spieler zuerst als die Flächen. Mann, Alter, ich fühle mich jetzt langsam von Minecraft verarscht. Das kannst du doch nicht sagen. Nein, ohne Witz, Alter, ich töte die ganze Zeit Tiere und kriege zum Beispiel aus dem Huhn nur die ganze Zeit Federn. Geht eigentlich gar nicht. Höchstens. Du kannst ja versuchen, Eier draus. Ah, jetzt habe ich es eingesammelt. Eier, wir brauchen Eier. Ah, Feder sind wiederum gut für Pfeile. Ja, wenn du einen Infinity-Bogen hast, wozu brauchst du einen Pfeile? Pfeile. Als ob ich jetzt einfach so einen Infinity-Bogen habe. Ja, sag's mal so, ich weiß gar nicht, ob man. Hoppala.
ich weiß gar nicht, ob man mit einem, sagen wir mal, du hast jetzt einen Giftpfeil. Und sagen wir mal, das ist dein einziger Pfeil im Inventar. Wird es dann als Infinity-Pfeil angesehen und du kannst unendlich Giftpfeile schießen? Puh, keine Ahnung. Kann man ja auch mal ausprobieren. Aber ich glaube, das geht nicht. Weil dann wäre es ja ein bisschen OP, wenn du jetzt auf einmal so einen Infinity-Bogen hast mit Giftpfeilen oder keine Ahnung, direkt Schaden, dass du dann so 3 Herzen plus Schaden machst mit einem Stärke 5 Bogen oder so und als Stärke 2. Dann, ja. Dann so, Jan, du wolltest jetzt gegen mich kämpfen? Ja, ich bin aber jetzt schon weitergereist. Warte, ich sende dir ein Bild. Hier wird das Bild jetzt gerade eingeblendet. Ja, ein Bild. Geh mal auf WhatsApp, Jan. So. Wird versandet. Ich würde auch ganz gerne mal, wenn das Projekt so vorbei ist, dann gehen wir ja eh wahrscheinlich alle in Game Mode. Höchstwahrscheinlich. Und dann würde ich ganz gerne mal wie soll ich sagen, von Fallout ist ja gleich am Anfang immer so ein Schutzbunker. Und den würde ich ganz gerne mal suchen. Den habe ich noch nicht hier gefunden. Oder weiß einer vielleicht die Koordinaten, wo das sein könnte? Nee. In der Wüste. Naja, die Wüste ist nicht gerade klein. Ja, aber ich kann dir keine Koordinaten geben, weil ich gerade, glaube ich, andere kannst Probleme. Kannst du ja ungefähr sagen, so mittig oder unten. Warte, ich kann so kurz auf links die Karte gucken. Ich weiß nicht, wegen Jan. Du siehst auf der Wüste so ein schwarzes Gebiet. Das müsste. Ja, ja. Da ist der Eingang. Hä, wo denn? Ich war da. Da ist ein riesiger Tunnel und da geht's einfach rein. Ich war ja schon im Bunker drin. Drinne oder? Nein, einfach auf der rechten Seite oder auf der linken. Kommt drauf an, wo du. Vom Wasser weg. Okay, hä? War das so im Berg drin oder im schwarzen? Ja, war im Berg drin. Wow, dann habe ich's gesehen und dachte, das ist ja irgendein Tunnel und kein Schutzbunker. Wow. Ja, dann kann ich dafür auch nicht. Nee, ich stand sogar davor und dachte mir nichts bei. Jan, bist du jetzt auf dem Weg oder? Jetzt habe ich deine Nachricht bekommen, Leute. Ja, weil wenn du mich jetzt verarschst, weil dann habe ich Besseres zu tun. Ja, das einzige Problem ist nur, dass ich keine Karte mehr habe. Wow. Aber ich denke, dass diesen Ort sollte ich finden. Ja, oder trefft euch doch einfach jetzt hier. Ja, das Problem ist, ja, aber guck mal, wenn er mich jetzt umbringt, ja, dann habe ich ihn vielleicht schon so gut angehittet, dass er den danach auch umgebracht. Oder wenn ich ihn dann umbringe, habe ich vielleicht noch so wenig Leben, dass irgendeiner sich denn dazwischen stellen könnte und uns umbringen könnte, verstehst du? Letztes Mal ist das auch einfach aufgetaucht. Es gibt auch keine Regel. Oder du machst es jetzt einfach so, wenn ihr jetzt kämpfen wollt ohne Abstauben, dann bist du das? Ihn einfach zu ihm. Ja. Nein, so was okay. Machen wir nicht. Und jetzt redest du auf einmal, Jonas. Okay, ja, dann. Redest du nicht. Und dann kommt sowas und du sagst, nee. Ja. Ja, sorry. Ihr redet gerade die ganze Zeit so schön, da will ich euch nicht unterbrechen, weißt du? Juli redet aber auch nicht. Hallo. Ihr hackt doch euch irgendwas aus. Ihr seid bestimmt in einer anderen Party und quatscht die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall, weil wir auch gleich. Nein, warum hast du nicht? Mann, Jack, warum konntest du nicht Steffen töten? Boah, Mann. Alter, wie knapp! Wie viel Leben hattest du noch? Warte. Nicht viel. 2,5 Herzen. Ach, der heilige Winter. Ja. Alter, irgendeine wird gleich abstauben, oder? Wie denn? Keine Ahnung, ich hab das Gefühl, dass ich gleich von hinten gekillt werde. Ich bin jetzt unter der Erde. Oh, wie knapp war das denn? Wie viele Herzen hattest du denn noch? 2,5. Ey, da hast du jetzt einen Dia-Brustpanzer. Ja, nee, ich hab ein ganzes Dia-Equip.
Ich hab doch vorhin gesagt, ja. Ich hab Dings gefunden, eine Dia-Rüstung. Ja gut. Aber danke fürs Essen, John. Ja, kein Ding. Jetzt müsst ihr Essen aus dem Meter holen. Jetzt hat ja John noch ein Leben. Ja, er ist genauso weit wie ich. Ja gut. Ja, Alter, ich muss irgendwie die Sachen verbrennen oder so. Aber ich hab nichts zum Verbrennen. Die Dia-Brustplatte nehme ich mit. Ich frag nochmal, war OP-Goldäpfel waren ja verboten, ne? OP-Goldäpfel ja, aber normale Goldäpfel nicht. Okay. Ja, Jan, also wenn du da nochmal zurückkommen willst, die paar Sachen liegen da noch, ja? Nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Alter, warte ich. Junge, ich hatte richtig Schiss, weil ich hatte ja halt kein Essen mehr. Und hab gerade meinen letzten Apfel gegessen und dann hab ich dich gesehen, dann bist du da runtergesprungen. Dann hab ich nur noch gedacht, egal, geh jetzt einfach rauf. Aber mich wundert, dass die Mobs so stark sind. Die meisten. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Enderdrachen kämpfen würden, ich glaube, selbst mit verzauberter Eisenrüstung wird es ein bisschen schwierig werden. Ein bisschen, ja. Vor allen Dingen, selbst mit Explosionsschutz auf deiner Brust, sage ich mal, du hast Explosionsschutz 4 drauf. Wenn du den Kristall vor dir zerstörst, bist du instant tot. Das ist irgendwie voll lächerlich. Und vor allem auch allgemein, die ganzen Sachen gehen voll schnell kaputt. Naja. Also ich meine jetzt hier... Bei Dia-Stuff ist das richtig krank. Ich meine Eisenspitzhacke, ich habe die vor in der letzten Folge gecraftet und ich bin jetzt gerade dabei, mich irgendwo einzubauen. Und die ist jetzt schon wieder, die ist eigentlich fast kaputt. Und ich habe jetzt, glaube ich, gefühlt nicht so viel abgebaut. Wie lange geht dann, wie viel Leben Folge? Hast du jetzt eigentlich? Eins. Okay. Und warum hast du alles nur roh dabei? Mann, Jan, ich muss alles kochen. Ey, da brauchst du mehr XP. Sei glücklich. Ja, aber ich kann so oder so nicht verzaubern, weil ich kein Dings habe. Also ich habe einen, kein Lapis Lazuli. Deswegen gehe ich ja jetzt farm. Ach, du hast kein LOL. Ich dachte, du hast schon Lapis Lazuli. Na, wie denn? Ich bin so oft gestorben. Und danach war ich ja nie wirklich farm. Ja, also ich wurde von Jonas gekillt. Dann bin ich von. Bist du Abstauber? Ja, war Abstauber. Nein, aber ich wusste, dass ich in der Folge sterben werde. Ich auch. Und naja. Dann, was noch? Dann halt der Creeper. Ja, dann halt der Creeper. Rest in peace, Creeper. Jo Leute, das war's von dieser Folge. Und ihr wisst jetzt alle, was passiert. Oh nein! Leute, ich hätte jetzt ohne Witz nicht gedacht, dass in der 17. Folge dachte ich, ist mein Leben vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal Jan killen. Das zweite Mal. Tut mir leid, Jan. Rest in peace, Jan. Hello, darkness, my face. Er hat gut gekämpft, also ich hätte nicht gedacht, dass er mir so viel Schaden macht in meiner Rüstung. Und ja, ich habe jetzt auch ein Dia-Schwert, aber mein Eisenschwert ist trotzdem noch besser. Ich will jetzt nicht mehr so viel quatschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein und ciao. Ciao.